Halte ich das Messer so, dass ich ein bisschen mehr als Fingernagel habe. Du machst selbst Anfang. Meine Bewegung ist jetzt, ich variiere, was du nicht spielst. Erste Bewegung, parieren, ist erstmal nach vorne mit dich, mal beziehungsweise Fußbein und hier auf der Außenseite. Mit über die Hüfte, mit nach außen. Hier rüber, nicht in den Oberarm, dann nur schlägt man sich in die Seite raus. Aber nur mini, mini, mini. Mini. So, und dieser Weg raus, mit dem in die Seite, eröffnet mir ein Flucht. Hier, der Angreifer, zwischen mir und potenziellen anderen Angreifer. Vielleicht, geht jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt schon für mich gefühlt viel zu viel. Hier, hier drauf, wieder nochmal ich reiß mir, also ich schneide. Dann jetzt auf den Pfannenstein, das ist ich schlage ihn mit. Oder ich schlage ihn hier unten mit. Das Deck tut sich da drin, wobei der Fingerschieb zur Kehlkopfgrube ist auch, hat eine gewisse Stoffwirkung. Dann einmal hier über den Bizeps streichen, den Arm runterdrücken, Arm auf. Das war jetzt die Bewegung, die wir hatten. Welche andere? Der Kontakt. Der Gegner ein Messer in der Hand hat, Bock. Habe jetzt heute Morgen noch mal ein Videoclip gesehen, wo zwei so ein Messer-tragendes Team gemacht haben. Ich glaube, der auch. Ja, da gibt es so Röntgenbilder, wo dann das Messer im Team ist. Messer und Ketten. Nicht jeder ist der Team. Den Gegner das Messer aus der Hand. Oder das Linie. Das ist so fallen, dass es auf den Fuß dann der Stich durch den Kick. Frag mich, wie oft du das in den Filmen das ist mit einigermaßen. Also, abwärts. Ausfall.
die Herleitung von zwei Klingen ist natürlich sehr, sagen wir mal, sehr kunstvoll. Einer kann man sich tatsächlich einmal machen. Okay. So. Dann raus. Erster Eingang. Nächster Schlag von oben. Und ich gehe dann auf die Außenbahn. Und raus wird Schlag auf den Spiel. Auf der Seite. Eins, zwei. Der zweite bringt mich auch auf die Außenbahn. Ganz ähnlich wie das, was wir vorher gemacht haben mit dem Fingerstich. Nur, wir gehen jetzt hier auf den Bizeps. Nochmal ein, zwei. Eins, zwei. Also, 1, 2. Wir müssen ein bisschen mit dem Blatt raushalten, deswegen bin ich ganz fest im Spiel, dass wir auch nicht mehr sollen bleiben. Mal langsam. Ah, fangen wir vorne an. Dann haben wir auch eine logische Struktur. Die nach außen. Außen und innen gemischt im Grunde. Die nach außen einfach mal innen an. Und das dritte ist die nach innen. Okay, ähnlich, aber anders. Langsam, kommt ein Jab. Hier. Kommt ein Punch. Das ist gleich in Bewegung noch einmal. Macht auf der anderen Seite. Im Grunde ist jetzt hier Eingang Nummer 3. 1, 2. Eben hatten wir so. Jetzt mache ich links, rechts, rechts, links. Hier. Jetzt. 1, 2. Dann. Du darfst dann nochmal ein paar Punkte schreiben. Ja, weil ja, darüber, das ist super von Punkte. Ich mach mal den. Also, 1, 2, 3, 4. Im Grunde lock ich ihn ein bisschen in den Fenster. Ja, also erstmal 1, 2, 3, dann sage ich und komm mit dem. Der letzte, nochmal die Wiederholung vom ersten. Gleiche Bewegung. 1, 2, 3, 4. Habt ihr gesehen? Ich bin ein bisschen rausgegangen. Jetzt kommt. Ich bin ein bisschen raus. Und mit dem Knöchel. Mit vorne, mit der. Oder das Handgelenk, je nachdem, wie ihr anhört. Ausdrücken hier. Okay, so. Jetzt ist hier meine Seite schön offen, dann kommt mit dem Körperhaken. Gucken hier rein. Ja?
wenn du es unbequem findest, ist es ein Ammann. Oh mein Gott. Ja, ich muss auch einen Schritt reinmachen, weil es mir weggelaufen ist. 1, 2, 3, 4. Folgst du mir? Nee, war eine Reihe auf die Kurve. Genau. Meine Aktion ist Ellenbogen auf die Faust. Ich nehme mit meinem Ellenbogenschlag abwärts, Faust an. Schlag dran. Okay, meine Bewegung. Nochmal langsam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ich vom Timing her gut hinbekomme, sind alle drei gleichzeitig. Sonst ist es so. Schmerz, Schmerz, Schmerz! Ja? Aber wenn ich es gut time, ist es, ich schlag Schmerz! Ja, das ist so ein bisschen Crescendo. Jetzt kommt erst nochmal eine Ouvertüre und dann Schmerz. Nein, alles von vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ja, damit machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, einen kurzen Stopp. Okay, um dich dann noch ein bisschen zu entlasten, wenn wir nochmal Ellenbogen auf die Füße. Ich würde wahrscheinlich dann mehr. Für den Arm jetzt hier weiter. Erstmal so noch, ja? Erstmal kommt der. 1, 2, 3, 4. Um. Ah, ihr könnt euch schon mal überlegen, was danach. Und es kommt dann meistens die ganze Zeit. Okay, also, Körperhook. 1, 2. Ellenbogen auf die Füße. Wir brauchen dann nochmal. 3. Und den Körper hat. 4. 5. Jetzt mal, wie sieht denn das? Nicht? Es ist nicht. Es ist. Wenn du den Wolken jetzt die Wolken Arm schon ran, den Arm zu mir und gehen die Strecke. Dann hoch, Nacken packen, halt den Nacken und dann ein oder zwei Folgen. Ellbogen ranholen, direkt zum Nacken fassen. Nacken, dann den Nacken legen. Daniel. Ich habe schon den da hinten gemeint. Ich weiß nicht, wie der andere ist. Okay. Ich
Und der Partner das